Wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal in einer etwas anderen Perspektive, weil irgendwie dachte ich mir die letzten Videos schon immer, Mann, du musst mal irgendwas anderes im Hintergrund haben als den Schrank, wobei der Schrank cool ist. Da sind nämlich coole Villeroy und Boch Sammeltassen drin und daneben die Eiskarte. Das ist eigentlich ziemlich geil, aber ich habe jetzt die Kamera einfach mal so um 90 Grad gedreht und habe mich von dort nach hier gesetzt. Und jetzt habt ihr die Küche hier im Hintergrund. Ich habe sogar ein bisschen vorher aufgeräumt. Was schauen wir uns aber eigentlich an? Ermann High Protein Mousse, also Double Chocolate mit oben Topping drauf. Ja, also nicht so ganz Mousse, sondern eher so dieses Protein-Topping, was es ja schon mal bei manchen Sorten gab. Und die sind wohlgemerkt ziemlich selten, also die findet man kaum. Das war dann quasi so eine aufgeschlagene Proteinmasse oben drauf, was dann wie Sahne sein sollte. Und das ist quasi Schokopudding mit Schokosahne. Und Lidl war schneller, wobei man sagen muss, hier ist mir das Topping durch den Transport leider zusammengefallen. Die High Protein Double Choc, der gleiche Name. Pudding plus Topping auch im Protein. Und wir schauen uns beide jetzt mal zusammen an. 1,49 Euro kosten die regulär. Bei dem Lidl weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Weiß ich es nicht mehr. Ungefähr so 1,20 schätze ich jetzt mal. Unter Vorbehalt. 200 Gramm sind bei beiden drin, das sei gleich, wobei mir irgendwie der Ermann so ein bisschen schwerer vorkommt als der. Wobei, nee, irgendwie kommt der mir jetzt schwerer vor. Vielleicht habe ich heute eine schwächere rechte Hand als sonst. Schokoprotein, wobei ich bin ja Rechtshänder, eigentlich macht es gar keinen Sinn. Egal, Schokoprotein-Pudding mit Schokoprotein-Topping mit Süßungsmitteln. Milch, Milcheiweiß, Sahne ist sogar auch ein bisschen drin, Kakaopulver, Karagen, aber auch Gelatine. Leider, das ist aber oft bei diesen Mousse-Produkten so. Also das hier sind so die Basics, gesüßt wird mit Acesulfam K, Sucralose und es ist auch laktosefrei, weil hier irgendwo wahrscheinlich Laktase drin ist. Oder sie haben laktosefreie Milch, das könnte, obwohl es macht ja, da ist es doch, nee, da ist Laktase. Dann haben wir hier das Produkt von Ermann. Hier haben wir ähnliche Zutaten drin, Milch, Eiweiß, Milch, Sahne drin, Kakaopulver, sogar 5% Sahne, Kakaopulver, 1,4 Stärke und so weiter. Hier wird gesüßt, auch mit Acesulfam K, Sucralose. Auch hier ist Laktase drin. Die Nährwerte habt ihr zum Beispiel einmal hier. 84 Kilokalorien, 2,4 Gramm Fett. Im Vergleich zu Ermann haben wir 2,3. Kohlenhydrate 5 und 4 Gramm Zucker bei Ermann. Und hier haben wir 5,5 und 4,5 und jeweils 10 Gramm Eiweiß. Wobei man sagen muss, dass die Gelatine, also das Bindemittel, auch einen Teil zu dem Eiweißgehalt dazu tut. Wie gesagt, es müsste jetzt hier eigentlich ein Topping sein. Das ist leider, hat leider den Transport nicht überlebt. Das sieht jetzt ehrlich gesagt ziemlich eklig aus. Also hier ist das Topping. So würde es dann, ignoriert mal den oberen Teil, so wird es ungefähr aussehen. Machen wir mal ganz schnell weg. Und hier das von Ermann. Das hat aber den Transport besser überstanden. Aber irgendwie sehen diese Proteinmousse trotzdem immer irgendwie so ein bisschen komisch aus. Also ganz ehrlich, wisst ihr, in solchen Situationen verstehe ich die Leute, die kommentieren, man isst nur noch Chemiemüll, weil ganz ehrlich, sieht das geil aus? Nein, es sieht eigentlich richtig widerlich aus. Ich werde mich da jetzt natürlich trotzdem todesmutig für euch durchprobieren. Als erstes jetzt mal das Topping von dem Ermann. Das schmeckt aber lecker, schön kakaoig, erinnert vom Geschmack aber einfach an den Ermann Schokopudding. Wahrscheinlich ist es sogar einfach der Schokopudding und sie haben Gelatine reingemacht und Luft reingepustet. So, als Vergleich mal das Topping von Lidl. Schmeckt weniger intensiv. Ich finde den von Ermann ehrlich gesagt einen Ticken leckerer. Aber auch Kakaopulver ist bei beiden gleich. Ha. Also, ich finde Ermann aber einen Ticken leckerer, das Topping. Ein bisschen intensiver kakaoig. Aber das von Lidl ist auch lecker. So, jetzt gehen wir mal zu dem Pudding da drunter. Jetzt fange ich mit Lidl an. Schokoladig. Ist schon cremig, vollmundig. Doch, ist nicht schlecht. Gefällt mir. Milchfrisch Vertriebs GmbH. Interessant. Also es ist nicht der gleiche Hersteller. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Ermann sowas macht. Die Ermann Mousse ist gefühlt ein bisschen stichfester. Und ich glaube, sie haben auch
Etwas intensiver, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht sehen, aber der Pudding ist auch ein bisschen dunkler. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Kakaopulver drin oder es ist mehr entölt und dadurch mehr Kakaogeschmack. Ich finde, der Ermann schmeckt auch ein bisschen bitterer, aber im positiven Sinne. Und vor allem fester. Und ich finde, bei dem Lidl schmeckt man ein bisschen mehr die Süßstoffe. Ja, also insgesamt finde ich den Ermann ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, auch den Lidl kann man gerne mal ausprobieren. Ich schätze mal, das ist hier wieder nur ein Aktionsprodukt. Wenn ihr es noch findet, nehmt den gerne mal mit. Vielleicht kommt er auch wieder. Wie gesagt, beide aber gut. Wenn die jetzt 1 Euro kosten, ich weiß es nicht, vielleicht kostet auch nur 1 Euro. Wenn der 1 Euro kostet, dann würde ich sagen, könnt ihr den mitnehmen. Also die 5, ja, wobei, wenn man dann sagt, hey, Geschmack ist mir das Wichtigste, zahle ich auch gerne 50% mehr, dann kauft den. Ansonsten, wie gesagt, der ist auch völlig in Ordnung. Und von daher, ja, kann man beide eigentlich mitnehmen, wenn man solche Produkte will und über teilweise nicht so schön aussehende Optik hinwegsehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann sind wir durch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.